Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 77, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Hessen. Das ist 1965/71 zu 1965/27, neu zu 1954/12. Berichterstatter ist der Kollege Frömmrich. Ja. Wir können das abgewählen. So. Ja, ganz gut, ein bisschen Pause machen bei der Hitze. Ja. Ja, Entschuldigung, selbst das ist ein Kommentar vom Kollegen Rudolph wert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Beschlussempfehlung und Bericht. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in der Fassung der zweiten Lesung in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. Zunächst kommt der Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben mit dem Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes einen modernen Rechtsrahmen erarbeitet, der eine klare Definition der Befugnisse, die Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden und vieles weitere zum Inhalt hat. In dem jetzt eigenständigen Verfassungsschutzkontrollgesetz schaffen wir mehr Transparenz, bessere Kontrolle und eine parlamentarische Berichterstattung. Und mit den Änderungen im Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, HSOG, ermöglichen wir wichtige Änderungen im Polizeirecht. Alle Änderungen in diesen drei Gesetzesbereichen haben ein gemeinsames Ziel. Wir stärken die Sicherheitsbehörden in Hessen. Schon in dem ursprünglichen Gesetzentwurf, der schon längere Zeit vorliegt, gab es bereits Änderungen zum Polizeigesetz HSOG, die selbstverständlich von den Betroffenen in der umfangreichen Anhörung bewertet wurden. Es ist also kein Grund zu schreien, und es ist auch kein Tiefpunkt des Parlamentarismus. Ich rufe die Stellungnahmen gerne noch einmal in Erinnerung. Zu § 13a HSOG zur Zuverlässigkeitsprüfung sagt die Deutsche Polizeigewerkschaft, Zitat, sehen wir als Berufsvertretung den dringenden Bedarf, genauer hinzuschauen, wer solche Projekte aus rechtsstaatlicher Überzeugung betreibt. Zitat Ende. Zu § 14 Absatz 3 und 4 der Videoüberwachung sagt Prof. Dr. Roggenkamp, eine derartige Reaktion ist im hessischen Polizeirecht überfällig. Es wird angeregt, gerade auch mit Blick auf die geplante Absenkung der Eingriffungsvoraussetzungen für die Gefahrenabwehrbehörden, nunmehr eine entsprechende Modernisierung vorzunehmen. Zu § 14 Absatz 6, dem Einsatz der Bodycam, sagt die GdP, die Gewerkschaft der Polizei, die hier vorgelegten Regelungen zum Einsatz mobiler Bild- und Tonaufzeichnungen sind zu begrüßen. Insbesondere die Entscheidung zur Tonaufnahme ist sinnvoll. Zu § 14 Absatz 6 Bodycam sagt der BDK, der Bund Deutscher Kriminalbeamter, hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, die Bodycam nunmehr tatsächlich der Entstehungsphase von Konfliktsituationen zu nutzen. Und zu § 25a HSOG zur automatisierten Anwendung zur Datenanalyse sagt Dr. Löffelmann, ein Richter im Landgericht in München, Zitat, die neu geschaffene Regelung ist zu begrüßen. Zitat Ende. Zu dem gleichen Artikel § 25a zur automatisierten Datenanwendung sagt in der Anhörung der BDK, Bund Deutscher Kriminalbeamter, die Nutzung eines anwendungsübergreifenden Analysetools, das wie im Gesetzestext formuliert auf vorhandene Daten zugreift und diese anlass- und verfahrensbezogen analysiert, ist daher aus Sicht des BDK ein Quantensprung in Richtung Data Mining bei der Hessischen Polizei. Die im Gesetzentwurf eingefügte Anwendungsgrenzen erachten wir für angemessen. Zitat Ende. § 26. Prof. Roggenkamp sagt in der Anhörung, die Wiedereinführung des Richtervorbehaltes bei der Durchführung einer Rasterfahndung ist aus verfassungsrechtlicher Sicht zu begrüßen. Zu § 30a Meldeauflagen sagt die Gewerkschaft der Polizei, Meldeauflagen können ein geeignetes Mittel sein. Sie bemängeln jedoch, dass 6 Wochen viel zu kurz seien. Zu § 31a elektronische Fußfessel sagt Prof. Roggenkamp, es ist nicht ausgeschlossen, dass eine ständige Überwachung des Aufenthaltsortes von Personen, die durch die EAÜ ermöglicht wird, eine Verhütung von Straftaten zumindest fördert. Zitat Ende.
Prof. Wonkamp sagt zu § 32 und 43b, die Erweiterung der Regelung zum sogenannten Durchsetzungsgewahrsam, da habe ich keine Bedenken. Meine Damen und Herren, es gibt natürlich weitere Änderungen in dem Änderungsantrag 1965-02, die auf 22 Seiten mit der entsprechenden Begründung Ihnen zugeleitet worden sind. Sie beinhalten, und darüber ging ja die Debatte, ich sage Ihnen einmal deutlich, was da drin steht, damit man einmal den Popanz erkennt, der da gemacht worden ist. § 12 wird die Auskunftspflicht klargestellt. § 13 wird die Definition einer terroristischen Straftat aufgenommen. § 13b ist eine redaktionelle Änderung zum Informationsfreiheitsgesetz. § 15 definiert Kriterien einer langfristigen Überwachung. § 16 definiert den Kreis geschützter Rechtsgüter. § 35 legt die Zeit der Gewahrsamhöchstdauer auf 10 Tage fest. § 36 regelt die Maßnahmen, die mit einer Entkleidung verbunden sind. Und § 102 regelt das Tätigkeitswerden ausländischer Polizeibeamte und vereinheitlicht dies. Und zugegebenermaßen § 71a bietet eine Option jetzt neuerdings an in der Hundeverordnung zur Einführung einer Sachkundenregelung und einer Chip- und Registrierungspflicht, wie sie auch die SPD in einem Gesetzentwurf mit ausführlicher Anhörung vor einigen Jahren selbst beantragt hat. Meine Damen und Herren, wir als CDU sehen dies als sinnvolle Ergänzungen an, eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Polizeigesetzes, und wir sorgen damit für mehr Sicherheit in Hessen. In Zeiten sicherheitspolitischer Herausforderungen stärken wir mit diesen Maßnahmen unsere Sicherheitsorgane. Wir machen dies personell, materiell, aber eben auch rechtlich. Ich komme zum Schluss mit dem Satz, dass mit der Neuausrichtung des Verfassungsschutzes, der Stärkung der parlamentarischen Kontrolle und auch mit der Änderung in den HSOG-Gesetzen wir ein stabiles Fundament für unsere Sicherheitsarchitektur schaffen. Wir Christdemokraten arbeiten mit voller Kraft daran, dass Hessen weiter stark und sicher bleibt. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat die Frau Abg. Nancy Faeser, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nee, Herr Bauer, Sie stärken die parlamentarische Kontrolle mit diesem Gesetz eben nicht maßgeblich. Und angesichts der wirklich furchtbaren Ereignisse rund um den Mord an Halit Yozgat in Kassel und der, wie wir inzwischen aus dem Untersuchungsausschuss wissen, damaligen bewussten Nichtinformationen der Parlamentarischen Kontrollkommission finden wir das mehr als unangemessen. Ich will Ihnen sagen, was uns fehlt. Das haben wir auch in einem Änderungsantrag vorgestellt, Herr Kollege Bellino. Aus unserer Sicht sollten alle Fraktionen in der Parlamentarischen Kontrollkommission vertreten sein. Die FDP und DIE LINKE sind es nicht derzeit. Wir wollen die Minderheitenrechte sichern. Wir wollen ein Zutrittsrecht für die Parlamentarier zu den Dienststellen des Verfassungsschutzes und übrigens auch ein Anhörungsrecht gegenüber den Dienstkräften. Wir wollen, dass die Mitarbeiter der Abgeordneten jederzeit mit in die Kontrollkommission gehen dürfen, und nicht nur dann, wenn die Mehrheit das entscheidet, meine Damen und Herren. Wir wollen, das habe ich vorgestern auch schon gesagt, und wir bedauern das sehr, dass Sie das nicht aufgenommen haben, die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sollen sich jederzeit vertraulich an die Parlamentarische Kontrollkommission wenden können. Das ist eine Whistleblower-Vorschrift, die wir für mehr als angemessen halten. An wen denn sonst, wenn nicht an das Parlament, meine Damen und Herren? Und auch die Regelung über die Sachverständigen reicht uns nicht aus. Warum denn auch hier eine Zweidrittelmehrheit in der Parlamentarischen Kontrollkommission zur Zulassung vor Sachverständigen? Vor was haben Sie denn eigentlich Angst, meine Damen und Herren? Es sollte eine gestärkte Regelung sein. Was leider völlig fehlt, und Herr Bauer, es wird auch nicht dadurch besser, dass Sie das dann einfach sagen, die Transparenz bei der Parlamentarischen Kontrollkommission. Wir haben Sie eindringlich gebeten, haben es auch noch einmal beantragt, dass man auch
öffentlich Dinge behandeln können muss. Das trägt doch auch bei den Bürgerinnen und Bürgern für mehr Vertrauen in den Verfassungsschutz bei. Also, ich weiß nicht, wer nach den furchtbaren Vorfällen rund um den NSU diesen Punkt nicht verstanden hat. Der muss doch seitens des Parlaments geändert werden, meine Damen und Herren. Und wir wollen eine regelmäßige Berichtspflicht der Landesregierung. All das hätten wir uns sehr gewünscht. Wir haben es auch in einem Änderungsantrag hier vorgelegt, den Sie leider abgelehnt haben. Was Sie im Verfahren gemacht haben, darüber haben wir vorgestern ausführlich gesprochen. Aber ich will noch einmal darauf zurückkommen, weil wir die dritte Lesung im Ausschuss genutzt haben, erneut zu beantragen, dass die 29 Änderungen im hessischen Polizeirecht einer Anhörung, zwar einer mündlichen und schriftlichen Anhörung, zugeführt wird. Das haben Sie leider wieder abgelehnt. Und ich bleibe dabei, Herr Kollege Bauer, es ist ein Tiefpunkt des Parlamentarismus, weil Sie die Betroffenen nicht anhören. Herr Kollege Bauer, ich weise Sie auf § 93 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags zur Anhörung hin. Hier ist insbesondere der Absatz 2 aus unserer Sicht einschlägig. Ich darf zitieren, berät der Ausschuss Gesetzesvorlagen, durch die Belange von Gemeinden und Gemeindevertretern berührt werden, soll den auf Landesebene bestehenden kommunalen Spitzenverbänden Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Das haben Sie versäumt. Und bei § 71a Absatz 1 HSOG geht es um die Frage der Sachkundeprüfung bei der Hundeführung und der elektronisch lesbaren Kennzeichnung. Und das müssen die Kommunen ausführen, Herr Bauer. Und die haben Sie nicht gehört. Wir sehen hier einen Verstoß gegen die Geschäftsordnung des Hessischen Landtages. Und wir werden das auch noch rechtlich prüfen. Wir werden den Landtagspräsidenten anschreiben. Und ich darf den Innenminister auch darauf verweisen, dass er sehr gerne von seinem Recht des Einspruches auch gegen Gesetze des Landtages nach Artikel 119 der Hessischen Verfassung geltend machen kann. Ich verweise nur darauf, es sind kurze Fristen. Sie müssten das innerhalb von 5 Tagen tun, Herr Innenminister. Das können Sie ja dann noch einmal prüfen. Und ich will am Schluss noch einmal sagen, wir finden schon spannend, dass jetzt im Rahmen der Änderung des Polizeirechts mit dem § 25a HSOG eine Rechtsgrundlage für die Analyseplattform Palantir. Ja, ja, das stimmt. Herr Bauer, lassen Sie mich doch ausreden. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass das neu ist. Ich habe gesagt, wir finden spannend, dass Sie mit § 25a HSOG jetzt eine Rechtsgrundlage für die Analyseplattform schaffen, die schon seit Mitte Dezember arbeitet. Das finden wir einen interessanten Umstand, Herr Bauer. Und das werden wir ja dann Gelegenheit haben, das im Untersuchungsausschuss zu Palantir zu prüfen. Meine Damen und Herren, wir fordern Sie noch einmal auf, ziehen Sie Ihren Änderungsantrag zurück, führen Sie das einer ordentlichen Anhörung zu. Ansonsten müssen wir dieses Gesetz ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Faeser. Meine Damen und Herren, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ja, wenn ich keine weiteren Wortmeldungen habe, schließe ich die Debatte. Herr Kollege Schaus, aber schnell jetzt. Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihr Entgegenkommen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befassen uns zwar hier zum wiederholten Male mit dem Sicherheitsgesetz, aber ich finde immer noch etwas Neues darin. Trotz massiver Geheimdienst- und Datenskandale haben die Regierungsfraktionen 4 Jahre gebraucht, um etwas vorzulegen. Hier stellt sich doch die Frage, wenn es so einen erheblichen Reformbedarf gibt, warum haben Sie denn 4 Jahre nichts auf die Reihe gekriegt? Oder wechseln wir einmal die Perspektive. Wenn, wie der Innenminister immer wieder behauptet, die Sicherheit in unserem Lande doch so bedroht ist, frage ich auch, warum haben Sie 4 Jahre dann nichts auf die Reihe gekriegt? Da ist doch ein Widerspruch, meine sehr geehrten Damen und Herren, in den Aussagen. Also, wie Sie es drehen und wenden, das ist und bleibt Ihr Versagen. Das, was Sie Ende November endlich eingebracht haben, wurde dann den Sachverständigen von Verbänden
und auch von der Presse komplett zerrissen. Dann passierte wieder drei Monate nichts, und Sie bringen einen Tag vor der INA-Sitzung einen 45-seitigen Änderungsantrag ein. Das ist, Herr Bauer, antiparlamentarisch, weil das so schnell niemand erfassen konnte. Und dabei bleibe ich auch, nur damit Sie das wissen, weil Sie ja die Frage gestellt haben. All dies hat Methode. Eine weitere für die Koalition negative öffentliche Debatte musste unbedingt verhindert werden. Und das ist der Hintergrund. Sie verschärfen die Sicherheitsgesetze, Sie beschränken Bürger-, Parlaments- und Freiheitsrechte, und zwar durch die Hintertür. Und Sie sagen immer und immer wieder öffentlich die Unwahrheit. Und ich will Ihnen auch ein Beispiel geben. Das G10-Gesetz war bisher überhaupt nie Thema. Und mitten in Ihrer 45-seitigen Änderung versteckt sich nun ein kleiner neuer Absatz 2a. Und da passiert Folgendes. Sie streichen zwei von drei Rechten der G10-Kommission des Parlaments, nämlich im Hinblick auf die Überwachung der Geheimdienste. Jetzt heißt es noch im Gesetz, zu kontrollieren ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der von den Geheimdiensten erlangten Daten. Gestrichen wird Erhebung und Nutzung. Die Kontrollkommission verliert also zwei von drei Möglichkeiten, den Datenumgang des Geheimdienstes zu kontrollieren. Und das ist kein Populismus, Herr Bauer, das ist sozusagen eine knallharte Einschränkung der Kontrollrechte des Parlaments durch die Hintertür. Und das halte ich für einen üblen Vorgang. Ja, einen üblen Vorgang, einen von vielen in diesem Zusammenhang. Keine Anhörung, kein Verband, keine Datenschützer, niemand, der dazu Stellung nehmen kann. Das ist antidemokratisch, das ist antiparlamentarisch, das ist die unterste Schublade der schwarz-grünen Koalition. Nichts, nichts von dem, was die GRÜNEN hier abziehen, hat noch etwas mit ihrem Wahlversprechen und Grundsätzen zu tun. Und deswegen, ein solch armseliges Schauspiel habe ich in über 10 Jahren im Landtag noch nicht erlebt. Uns erreichen erste Mitteilungen, dass dieses Gesetz aus dem Kreis der 2 Dutzend Organisationen, die an der Anhörung beteiligt waren, nun geprüft wird, rechtlich dagegen vorzugehen. Die SPD hat das auch angekündigt. Wir unterstützen die Initiatoren gerne. Und wir prüfen auch zudem, und zwar wegen den erheblichen Verfahrensverletzungen, rechtliche Schritte. Wir sagen Nein zum schwarz-grünen Überwachungsgesetz. Und wir beantragen hiermit im Namen der Fraktion die namentliche Abstimmung. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hatte eigentlich abgewartet und wollte erst noch den Minister hören, ob wir von da denn irgendetwas Neues in dieser dritten Lesung hören, von der ich vorgestern schon gesagt habe, ich erwarte mir eigentlich nichts daraus. Die Ausschussberatungen haben gezeigt, in der Tat, hier wird mit der bekannten Arroganz der Mehrheit gesagt, wir ziehen das alles durch, egal was kommt. Insofern war es wenig sinnvoll, diese dritte Lesung noch zu machen. Es gibt nichts Neues dazu. Ich wiederhole deswegen nur in aller Ruhe und Sachlichkeit den Befund, wie er sich darstellt. Es sind drei Punkte. Erste: Es gibt mit dem Gesetz, das Sie heute mit Ihrer Mehrheit verabschieden werden, kleine, wirklich nicht besonders nennenswerte Verbesserungen im Bereich des Verfassungsschutzgesetzes. Es gibt zweitens keinerlei Verbesserung, keinerlei spürbare Verbesserung bei der parlamentarischen Kontrolle. Das, was Sie dort umsetzen, ist eine Verhöhnung der Expertenkommission und der Empfehlungen der Expertenkommission. Und dritter Punkt, was völlig neu ist in der Tat, Sie ändern mal so ganz nebenbei grundlegend das Hessische Polizeigesetz, das HSOG. Frau Kollegin Faeser hat es ausgeführt, ohne Anhörung, gegen die Geschäftsordnungsvorschriften und in der Sache mindestens an einigen Punkten, die wir ja schon diskutiert haben, höchst fragwürdig. Was mich dazu gebracht hat, dass mir
vorgestern dann in der Tat auch einmal die Hutschnur gerissen ist, sind die in dem Zusammenhang immer wieder wiederholten Behauptungen, wir als Oppositionsparteien würden uns nicht den Notwendigkeiten stellen, wir hätten kein Interesse an der Sicherheitslage und an der Gewährleistung der Sicherheit unserer Bürger. Wir würden uns den Aufgaben der Terrorismusbekämpfung verweigern. Alles das ist uns in unterschiedlichen Worten immer wieder vorgehalten worden. Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie wissen, dass das grob falsch ist, dass das unwahr ist. Genau. Sie sind diejenigen, die 4,5 Jahre verpennt haben und jetzt auf den letzten Drücker noch etwas umsetzen wollen. Und diese Art der Vorwärtsverteidigung, bei der Sie mit einem Finger auf die Opposition zeigen und dabei vergessen, dass 4 Finger auf Sie selbst zeigen, die kann ich nur beschreiben, und ich zitiere ein beliebtes Wort aus Ihrem Repertoire der Oppositionsbeschimpfung. Das, was Sie hier machen, und da zitiere ich Ministerpräsident Bouffier, der das in einem anderen Zusammenhang gesagt hat, das, was Sie hier machen, ich zitiere aus dem Protokoll vom 23. Februar 2017. Das ist nicht nur falsch, sondern auch niederträchtig. Und das weise ich in aller Form zurück. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Abg. Frömmrich. Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich wundere mich schon ein bisschen, weil in der dritten Lesung da geht man ja eigentlich davon aus, dass man sich noch einmal auch mit dem befasst, was dazu geführt hat, dass man in einer dritten Lesung noch einmal ins Parlament kommt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe in dieser wichtigen Debatte, es geht hier um die innere Sicherheit unseres Landes, es geht hier darum, wie wird das organisiert, wie wird Polizeirecht organisiert, wie wird der Verfassungsschutz organisiert, wie werden Eingriffsbefugnisse, geregelt, parlamentarisch kontrolliert. Das ist eine sehr komplexe Materie, finde ich, das zurzeit auch viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land umtreibt. Wie sicher sind wir? Tun die alles das gesetzliche Mögliche in Abwägung zu unseren Freiheitsrechten? Machen die das? Tun die das? Da reden viele Menschen in unserem Land darüber, und viele Menschen treibt das auch um. Und es gibt ja auch meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch, dem Redner zuzuhören. Es kann sich jeder zu Wort melden. Es geht ja, aber es geht ja auch vielen darum, wir stellen das ja auch fest in vielen Diskussionen, dass da auch Parteien unterwegs sind, die die Frage von innerer Sicherheit und Bedrohungslagen dafür ausnutzen, um darauf ihr politisches Süppchen zu kochen. Und da wäre es doch aller Ehren wert, in diesem Landtag in einer schwierigen Debatte, ohne Frage, auch mit unterschiedlichen Diskussionen, da kann man auch unterschiedliche Auffassungen haben, aber hier inhaltlich über die Sache zu reden. In diesen beiden Diskussionen, sowohl am Dienstag als auch heute, haben Sie inhaltlich zu den Themen, die uns hier betreffen, keinen Beitrag geleistet, keinerlei Beitrag in der gesamten Debatte. Wenn das die Antwort der Sozialdemokraten auf sehr komplexe Sicherheitslagen ist, wenn das die Antwort an die Bürgerinnen und Bürger ist, wie schaffen wir es, in so einer komplexen Situation innere Sicherheit zu garantieren, aber auch die Freiheitsrechte der Menschen trotzdem aufrechtzuerhalten? Diese wichtige Abwägung zu dieser wichtige Abwägungsprozess zwischen Sicherheit und Freiheit, das ist doch was, worüber man in diesem Lande reden müsste. Und die Sozialdemokraten in diesem Hause haben dazu keinerlei Beitrag heute gebracht. Keinerlei Beitrag, liebe Frau Kollegin Faeser. Und es betrifft viele Menschen, die auch ein Herz für die Sozialdemokratie haben, die das diskutieren. Der Tiefpunkt
Herr Thiel, das ist ja, also das haben wir ja erlebt. Entschuldigung, ich gehe jetzt mal darauf ein, Frau Kollegin Wissler. Wir haben es ja gemerkt. Weil Sie sozusagen in der Sache nichts vorzutragen hatten, haben Sie am Dienstag mit Klamauk und mit einer Debatte, die hier geführt worden ist, die in der Tat der Tiefpunkt dieses Parlaments war, den ich in den letzten Jahren hier erlebt habe. So etwas, wie ich am Dienstag in diesem Hause erlebt habe, sowohl von Kollegen Schaus als auch von Herrn Kollegen Greilich, aber auch von Kollegin Faeser, das habe ich in den letzten Jahren in diesem Hause nicht erlebt, in einer Debatte, wo es wirklich wert gewesen wäre, diese Debatte hier offen und ehrlich zu führen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Worum geht es? Worum geht es in der Sache? Worum geht es in der Sache? Wir haben uns sehr intensiv als Koalition mit diesen Fragen beschäftigt. Wir haben sehr intensiv darüber diskutiert, wie wir welche Maßnahmen wo, verorten. Und es gab eine Anhörung, wir haben die Anhörung ausgewertet, wir haben intensiv auch über die Fragen geredet, die dort von den Sachverständigen vorgelegt worden sind. Insbesondere die Frage, können wir eine Eingriffsbefugnis wie die Online-Durchsuchung und die Quellen-TKÜ beim Verfassungsschutz normieren? Da haben wir lange darüber geredet, gab es auch in meiner Partei eine breite Diskussion darüber, muss man auch hier erwähnen. Aber wir sind mit unserem Koalitionspartner dazu gekommen, es nicht im Verfassungsschutzgesetz zu lassen, sondern es ins Polizeirecht zu überführen und es so zu regeln, wie das andere Bundesländer auch haben. Wir haben uns da an Rheinland-Pfalz orientiert. Ich glaube, dass wir da eine gute Lösung für die innere Sicherheit in diesem Lande gefunden haben. Ich hätte gerne mit Ihnen darüber geredet, Frau Kollegin Faeser, was Sie an dieser konkreten Maßnahme auszusetzen haben. Dazu waren Sie aber in den beiden Tagen, in denen wir geredet haben, in zweiter und dritter Lesung nicht bereit. Frau Kollegin Faeser, so kann man im Bereich der inneren Sicherheit keine programmatischen Diskussionen mit Ihnen führen, Frau Kollegin. Und was hier versucht wird, das Bild, was hier versucht wird, zu stellen, sozusagen diese beiden Maßnahmen zu stellen als Massenüberwachung, als das betreffe es alle Menschen in diesem Lande. Dabei wissen Sie es ja als Vorsitzende der Parlamentarischen Kontrollkommission und der G10-Kommission besser. Das ist ein ganz kleinen Bereich von Menschen betrifft, die in diesem Bereich. Herr Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident, die sind aber extrem gefährlich, und dafür brauchen wir eine Antwort darüber, wie hält man die im Blick und wie kriegt man es hin, dass schwerste Anschläge und dass Straftaten verhindert werden. Darüber haben wir uns sehr intensiv Gedanken gemacht. Ich glaube, wir haben als Koalition hier eine gute Lösung gefunden, und Sie haben leider zu dieser Debatte keinen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir stellen den Verfassungsschutz als eine wichtige Säule der Sicherheitsarchitektur auf trag- und zukunftsfähige gesetzliche Grundlagen. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus dem Urteil zum Antiterrordateigesetz und zum Bundeskriminalamtsgesetz haben wir umgesetzt. Wir haben auf eine harmonische Rechtsentwicklung, insbesondere mit dem Verfassungsschutzgesetz, geachtet und den von Bund und Ländern erarbeiteten Rechtsrahmen für wirksame Befugnisse aller Verfassungsschutzbehörden einbezogen. Erstmals schaffen wir den gesetzlichen Rahmen für die Auswahl und den Einsatz von verdeckten Ermittlern und Vertrauenspersonen. Nahezu wortgleich übernimmt das neue Gesetz die Vorgaben des Bundesverfassungsschutzgesetzes, was ebenfalls von der Expertenkommission positiv bewertet wurde. Die schon bisher bestandenen Vorschriften zur Wohnraumüberwachung haben wir neu gefasst. Bei den hohen Voraussetzungen wird die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts übernommen. Es werden maßnahmenspezifische Vorschriften zum Kernbereich und Berufsgeheimnisträgerschutz geschaffen und neben dem doppelten Richtervorbehalt noch die umfängliche Vorabprüfung der Aufzeichnung durch ein Gericht vorgeschrieben. Das neue Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz haben wir selbstverständlich in unserem Gesetz berücksichtigt. Wir haben, Herr Kollege Schaus, Sie müssten einmal aufpassen, die Normenklarheit und Lesbarkeit deutlich verbessert, indem wir alle Verweisungen auf das Artikel 10-Gesetz gestrichen und stattdessen spezifische Formulierungen getroffen haben. Klarstellungen sind bei den einzelnen Vorschriften erfolgt.
Den § 25a, den wir einfügen, der dient der Normenklarheit, Frau Kollegin Faeser, für den Einsatz der Analysesoftware. Bereits im Innenausschuss des Hessischen Landtages haben wir Ihnen die Frage beantwortet, auf welcher Grundlage wir bisher den Einsatz dieser Software durchgeführt haben, auf den § 28 HSOG. Auch Ihr heutiger Vortrag macht den Untersuchungsausschuss, den Sie gestern hier durchgesetzt haben, sozusagen nicht besser. Die konstruierten Vorwürfe werden dadurch nicht besser gemacht, Herr Kollege. Meine Damen und Herren, damit haben wir ein modernes, strukturiertes und anwenderfreundliches Verfassungsschutzgesetz erarbeitet, das die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt. Die in der Anhörung und den Beratungen vorgebrachte fachliche Kritik hat sich damit aufgelöst, meine Damen und Herren. Es ist unsere Aufgabe, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Landesamt für Verfassungsschutz seinen unverzichtbaren Beitrag zur Abwehr von Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sowie den Bestand und die Sicherheit des Landes Hessen, des Bundes und anderer Länder leisten kann. Diese Aufgabe, meine Damen und Herren, haben wir erfüllt. Wir stärken auch die parlamentarische Kontrolle durch ein neues Verfassungsschutzkontrollgesetz. Zukünftig ist die Kontrollkommission auch über langfristige Observationen durch das Landesamt mittels eines Lageberichts durch das Innenministerium zu unterrichten. Zur weiteren Unterstützung und Beratungsmöglichkeit der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission haben wir neu aufgenommen, dass sich die Mitglieder auch mit den parlamentarischen Geschäftsführern ihrer Fraktion entsprechend austauschen können. Für die Polizei sieht der Gesetzentwurf wichtige Befugnisse bei ihrer Aufgabe der Gefahrenabwehr vor. Das Polizeirecht war bereits Gegenstand der Anhörung. Das ist hier in der Debatte ein Stückchen untergegangen. Maßnahmen waren in dem Gesetzgebungspaket bereits Ende letzten Jahres enthalten und sind damit keine Neuerungen. Sie waren auch Gegenstand der Anhörung. Dies gilt für die elektronische Aufenthaltsüberwachung ebenso wie für die automatisierte Anwendung zur Datenanalyse oder die Meldeauflagen, die jetzt ausdrücklich ins Polizeirecht aufgenommen werden. Eine neue, erneute Sachverständigenanhörung ist deshalb nicht geboten und auch nicht erforderlich. Die Online-Durchsuchung war ursprünglich noch als Befugnis für den Verfassungsschutz vorgesehen. Sie wird nunmehr aus diesem Bereich herausgenommen, wie auch die Quellentelekommunikationsüberwachung. Stattdessen führen wir die Online-Durchsuchung als notwendige Ergänzung zur bestehenden TKÜ-Befugnis für die Polizei bei der Gefahrenabwehr ein. Dort passt sie auch inhaltlich und systematisch hin und unterliegt den höheren polizeilichen Eingriffsvoraussetzungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sicherheitsbehörden in Hessen haben wir, diese schwarz-grüne Koalition, personell, aber auch materiell bestmöglich aufgestellt. Nun kommt, meine Damen und Herren, ein moderner, zukunftsfähiger Rechtsrahmen hinzu. Ich bin stolz auf diese Leistung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat die Frau Abg. Nancy Faeser, SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, ja, seid doch ganz friedlich. Es hat doch jeder die Möglichkeit, hier zu sprechen. Das Wort hat die Frau Kollegin Nancy Faeser, und das wird in aller Vernunft und Ruhe hier entgegengenommen. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Schwarz, wir sind nicht schlecht gelaunt, wir sind gut gelaunt. Aber das, was der Kollege Frömmrich, ja, merkt man nicht. Das, was der Kollege Frömmrich hier abgeliefert hat, meine Damen und Herren, war schäbig und diffamierend und nichts anderes. Schäbig und diffamierend, Herr Frömmrich, kein Wort in der Sache. Sie haben nämlich kein Wort zur Sache gesagt. Ich habe Ihnen
habe Ihnen sämtliche Punkte aufgezählt in der parlamentarischen Kontrolle, die uns fehlen, die wir hier beantragt haben. Und, Herr Kollege Frömmrich, ausgerechnet von den GRÜNEN, mir hier sagen zu lassen, wir würden an der Stelle nichts von innerer Sicherheit verstehen, ist wirklich der Treppenwitz der Geschichte. Ja? Und ich sage Ihnen auch, warum. Und das müssen sich die GRÜNEN jetzt gefallen lassen, Herr Frömmrich. Wissen Sie eigentlich noch die Historie in Hessen, warum wir überhaupt über eine Novellierung des Hessischen Verfassungsschutzgesetzes reden? Das hat etwas mit den Auswirkungen aus der NSU, der furchtbaren Taten und des Versagens von Behörden zu tun. Deswegen ging es in der Novelle vor allen Dingen um eine stärkere rechtsstaatliche Kontrolle innerhalb des Verfassungsschutzes. Dazu haben wir Ihnen maßgebliche Änderungsvorschläge vorgelegt, denen Sie als GRÜNE alle nicht gefolgt sind. Das können Sie dann vor Ort rechtfertigen, Herr Frömmrich. Können Sie alles rechtfertigen? Und wir haben Sie am Dienstag erneut aufgefordert, einen konkreten Straftatenkatalog für den Einsatz von V-Leuten vorzunehmen. Wollen Sie aber alles nicht. Nehmen wir zur Kenntnis. Dass ich mir jetzt ausgerechnet von Ihnen, die 2013, haben Sie noch gesagt, keine Staatstrojaner im hessischen Sicherheitsgesetz anhören muss. Wir würden nichts von innerer Sicherheit verstehen. Das finde ich schon putzig, weil wir im Gegensatz zu Ihnen solche Instrumente bei der Polizei immer befürwortet haben. Aber Sie waren es doch, die das abgelehnt haben. Ja, was denn jetzt, Herr Frömmrich? Sie werfen mir vor, man kann mit uns nicht über innere Sicherheit reden. Und wenn ich Ihnen dann sage, dass wir die Regelung, und das haben wir ja hier beantragt, da können Sie gerne lachen, wir haben es hier beantragt, dass es aus dem Verfassungsschutzrecht rauskommt. Und die Frage, ob Sie eine... Nein, Herr Wagner. Die Frage war, warum Sie das in einem Polizeirecht dann einfach übertragen, obwohl wir hier das Trennungsgebot haben. In einem Gesetzgebungsverfahren, was keins ist, weil Sie eine Anhörung der Betroffenen nicht durchgeführt haben. Und das ändert aber doch nichts in der Sache, ob wir das in der Sache gut oder richtig falsch finden. Das ändert doch nichts daran. Sie können doch uns nicht erzählen, wir machen keine ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mehr, wir führen keine Anhörungen mehr durch, weil ihr doch der gleichen Meinung sagt. Was haben Sie denn für ein Verständnis von Parlamentarismus? Wissen Sie, Herr Frömmrich, mit Ihrem Redebeitrag reden Sie das nicht weg, was Sie hier alles falsch gemacht haben. Und wir werden das rechtlich überprüfen lassen. Und dann werden wir sehen, ob man so handeln kann. Aber Sie müssen sich vor Ihrer Landesmitgliederkonferenz demnächst dafür rechtfertigen, was Sie hier ohne Anhörung ändern. Wir haben unsere Meinung dazu nicht nur gesagt, sondern auch in einem umfangreichen Änderungsantrag sowohl zum Verfassungsschutzgesetz als auch zur parlamentarischen Kontrolle hier vorgelegt. Und solche Vorwürfe muss ich mir gerade von Ihnen in dieser Sache nicht anhören. Vielen Dank, Kollegin Faeser. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Innenminister hat hier davon gesprochen, dass im Gesetzentwurf bei der Gesetzesvorlage ja sozusagen alle Veränderungen bekannt gegeben und erläutert wurden. Das habe ich so verstanden. Ah ja, hat es nicht gesagt. Also es hat nicht stattgefunden. Nein, ich will mal sagen, ich will nur darauf hinweisen, die Drucksache, die uns vorliegt zur Beschlussfassung heute, enthält an keiner Stelle eine Erläuterung von Veränderungen. Also auch nicht von den Veränderungen, die jetzt neu in der zweiten Lesung und nach der Anhörung in das Gesetz aufgenommen wurden, die vorher überhaupt nicht da drin standen. Ob das
formal korrekt ist, werden wir noch klären. Weil ich finde schon, dass wenn neue Paragraphen, wenn neue Gesetze verändert werden, dann gehört dazu natürlich auch eine Erklärung und Erläuterung. Aber wenn Sie schon keine Diskussion, wenn Sie schon keine Anhörung zulassen, dann ist es natürlich auch logisch, dass Sie das nicht erläutern wollen. Und dann wollen Sie sozusagen, ich sage mal, mehr oder weniger im Verborgenen hier sozusagen auf den letzten Drücker an wesentlichen Gesetzen etwas verändern. Und das ist der Eindruck, der hier letztendlich übrig bleibt und mit dem Sie sich auch in der Öffentlichkeit auseinandersetzen müssen. Und ich sage Ihnen etwas. Es seien hier Sicherheitsinteressen gefährdet, wurde gesagt. Und jetzt komme ich noch einmal auf die Regelung im Paragraphen. Jetzt komme ich auf die Regelung hier Artikel, Herr Frömmrich, Artikel 2a, ja, Artikel 2a, Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Artikel 10 Gesetz. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Und da heißt es derzeit, und da müssen Sie mir mal erläutern, wo da Sicherheitsinteressen gefährdet sind. Ja? Die Kommission, also die G10-Kommission, entscheidet unverzüglich von Amts wegen oder aufgrund von Beschwerden, ob die im Vollzug gesetzten Beschränkungsmaßnahmen zulässig und nötig sind. Die Kontrollbefugnisse der Kommission erstreckt sich auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der durch das Landesamt für Verfassungsschutz nach dem Artikel 10 Gesetz erlangten personenbezogenen Daten, einschließlich der Entscheidung über die Mitteilung an Betroffene. Davon streichen Sie jetzt Erhebung und Nutzung. Es bleibt nur noch die Verarbeitung übrig, über die die G10-Kommission sozusagen wachen soll. Das haben wir hier schriftlich, und das werden wir auch beschließen. Sie werden das beschließen. Und deswegen sage ich es Ihnen, Sie werden das heute sehenden Auges beschließen, und wir werden das natürlich auch hinterfragen, wieso die Sicherheitsinteressen hier eingeschränkt sein sollen durch eine Kontrollkommission, die den Verfassungsschutz überwacht. Das müssen Sie mir einmal erklären. Das ist der Punkt, um den es hier geht. So, meine Damen und Herren, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aussprache beendet. Es ist namentliche Abstimmung beantragt. Und wir kommen zur namentlichen Abstimmung des Gesetzentwurfs der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Hessen in dritter Lesung. Es werden die Namen aufgerufen. Wir bitten Sie, laut und deutlich sich zu äußern, damit man nicht nachfragen muss. Und ich bitte jetzt einmal um Ruhe bei der namentlichen Abstimmung, damit wir das auch alles richtig mitbekommen. Es beginnt der Kollege Wiegel. Bitte, Kurt. Ulrike Alex. Dr. Walter Arnold. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Elke Barth. Alexander Bauer, Holger Bellino, Peter Beuth, Dr. Frank Blechschmidt, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouvier, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, nein, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Gabriele Faulhaber, Martina Feldmeier, Hildegard Förster-Heldmann, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl,
Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Stefan Krüger, Gernot Grumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann, Dr. H.C. Jörg Uwe Hahn, Ursula Hamann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Birgit Heitland, Heike Hoffmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh, Hartmut Honka, Norbert Kartmann, entschuldigt, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, entschuldigt, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meißner, Klaus-Peter Möller, Karin Müller, Regine Müller, Petra Müller-Klebe, Handan Özgewin, Mürvet Öztürk, Manfred Penz, Bodo Pfaff-Greifenhagen, Lucia Puttrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Frank Steinraths, Manuela Strube, Ismail Tippi, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, entschuldigt. Ja. Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Wiegel Kurt, ja, Dr. Ulrich Wilken, nein. Axel Windermeier, ja. Janine Wissler, nein. Karin Wolf, ja. Andrea Ypsilanti, Turgut Yüksel. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, hat jeder der anwesenden Abgeordneten seine Stimmen abgegeben? Die ist nicht da. Das ist der Fall. Dann bitte ich auszuzählen.
hast du? 43, 43. Das ist der C. Das ist der C, Lena. Ecke fehlt. Achso. Und so das 9-9. Also 53, ja, 43, 9. Ich Ich habe 43. Also insgesamt abgegeben 96. Ja. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis bekannt. Es sind 96 Kollegen beteiligt. Mit Ja haben gestimmt 53, mit Nein haben gestimmt 43. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Hessen in namentlicher Abstimmung mit Mehrheit beschlossen worden und zum Gesetz erhoben. So, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt weitermachen, wir haben noch die Punkte zu behandeln, die noch anstehen, wollen wir vor allen Dingen noch einmal jetzt ganz offiziell unseren Kollegen Frank Blechschmidt hier verabschieden. Er hat ja den Landtagspräsidenten unterrichtet und auch Ihnen vorhin mitgeteilt, dass er sein Mandat niederlegt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch einmal im Namen des ganzen Hauses ihm ein Wort des Dankes zu sagen. Er ist am 30. Januar 2009 erstmals als Abgeordneter in den Hessischen Landtag eingezogen. Er gehörte dem Parlament, hörte noch ein bisschen zu, sei zu lieb. Er gehörte dem Parlament bis Januar 2014 als Abgeordneter an. Er war von 2009 bis 2012 Mitglied im Fraktionsvorstand der FDP und von 2012 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2014 parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Er rückte im letzten Jahr wieder in den Landtag nach und gehört seit dem 18. Mai 2017 erneut dem höchsten hessischen Verfassungsorgan an. Er ist Mitglied im Ältestenrat, im Petitionsausschuss, im Rechtspolitischen Ausschuss und in der Landespersonalkommission. Und vor allen Dingen will ich ihm auch danken, weil er als Schriftführer hier mitgewirkt hat im Präsidium. Und auch wenn der Präsident ab und zu mal etwas nicht gehört hat, was er nicht hören wollte, war er so vernünftig und hat auch auf Befragen mitgeteilt, dass er es auch nicht gehört hat. Also es war ein sehr ein intellektuell versierter und sehr kameradschaftliches Mitglied hier oben im Präsidium. Und ich will ihm auch ganz ausdrücklich bestätigen, er ist nicht nur ein guter Abgeordneter von uns gewesen, er ist vor allen Dingen ein feiner Kerl auch gewesen. Das will ich auch mal sagen. Ja, hier ist doch schon. Ist doch schon. Ganz ruhig. Also noch einmal im Namen des gesamten Hauses den herzlichen Dank, auch im Namen des Landtagspräsidenten. Und ich darf ein kleines Präsent dir überreichen mit herzlichem Dank. Wir werden uns wiedersehen, wenn das irgendwo zu langweilig wird. Kommst du hier vorbei? Hier ist ab und zu was los. Das haben wir auch die letzten drei Tage wieder gesehen. Alles Gute, Glück auf für dich. So, meine Damen und Herren, jetzt hätten wir noch uns mal zu befassen mit den Punkten, die noch offen waren. Das ist 18 folgende und so weiter. Normalerweise gehen wir das weiter in die nächste Sitzung. Es ist mir signalisiert worden jetzt, dass wir die Punkte 35,
zur abschließenden Behandlung, Beratung und Beschlussfassung in den Ausschuss. Das ist der Antrag der FDP, 1960-62. Den Punkt 37, abschließende Beratung und Behandlung im Ausschuss, das ist der Antrag der SPD, 1961-15. Und den Punkt 40, den Entschließungsantrag der SPD, ebenfalls in den Ausschuss. Das ist 19-6284 in den Ausschuss. WVA. Ne? So, dann gehe ich mal davon aus, dass wir die anderen Punkte, wenn ich jetzt nichts höre, alle ins nächste Plenum dann bringen. Auch in Ordnung? Gut, dann hätten wir das so beschlossen. Dann wären wir, meine Damen und Herren, am Ende der Sitzung. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie auch in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause hier teilgenommen haben bei widrigen Temperaturen und alles, was da war. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Sommerzeit, eine schöne Ferienzeit. Freuen Sie sich am Fußball, freuen Sie sich an der Politik und freuen Sie sich an allem. Vor allen Dingen bleiben Sie mir gewogen. Das kann nur gut für Sie ausgehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen.